Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zum letzten Update-Video mit den kleinen Einhörnern. Und letztes Mal, als ich sie euch gezeigt habe, waren sie ja teilweise riesengroß geworden und hatten zum Beispiel richtige XXL-Beine. Aber inzwischen hat sich das Ganze wieder normalisiert. Sie sind getrocknet und ziemlich zusammengeschrumpft, wie ihr seht. Sie sind richtig niedlich, haben diese drei komplett unterschiedlichen Positionen. Gucken. Dieses hier steht auch aufrecht. Total cool. Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch noch eine weitere DIY-Idee mit den Einhörnern. Und zwar werde ich eines der Einhörner in Seife eingießen. Und dafür habe ich mich entschieden, ich werde dieses kleine hier nehmen, was auf den vier Beinchen steht. Und das kommt hier in einen ganz normalen Becher hinein und dann kommt gleich flüssige Seife drauf. Dafür habe ich die Schmelzseife. Die kann ich super einfach in der Mikrowelle einschmelzen. Seht ihr hier einmal. Die schneide ich gleich ein bisschen klein. Dann kommt sie in die Mikrowelle und wird flüssig. Das Ganze dauert vielleicht so eine Minute. Ich schaue immer so alle 30 Sekunden nach und gieße es dann hier oben über das Einhorn drüber. Dann muss es natürlich noch wieder aushärten. Die kleingeschnittene Seife habe ich jetzt hier in ein mikrowellenfestes Kännchen gegeben. Das ist ein ausrangiertes Milchkännchen und so kommt sie jetzt in die Mikrowelle. In der Zwischenzeit ist die Seife jetzt komplett geschmolzen und ich gieße sie jetzt über mein kleines Einhorn drüber. Und es reicht nicht ganz. Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Das Horn guckt hier oben jetzt noch raus. Das heißt, ich hole mir noch ein bisschen Seife nach und gieße noch eine zweite Schicht darüber. Und damit ist das Einhorn jetzt wirklich komplett eingeschlossen. Ich lasse die Seife jetzt aushärten. Das kann so 2 bis 3 Stunden dauern. Inzwischen ist die Seife fest geworden und ich schneide den Becher jetzt auseinander. Und so sieht die fertige Seife dann aus. Hier oben das glätte ich noch so ein bisschen, einfach mit dem Finger drüber streichen. Und total niedlich. Das Einhorn ist komplett eingeschlossen. Die Seife ist von allen Seiten transparent. Also man kann von allen Seiten das Einhorn wirklich betrachten. Super witzig. Und ich hoffe, euch hat diese Idee und das Video auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!